Konnichiwa und herzlich willkommen nun zurück zu Awakening. Ja, ein RPG-Maker von Omega Creator. Könnt ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung weitere Informationen finden und auch viele andere Sachen. Naja, auf jeden Fall geht das hier weiter. Wir sind jetzt hier stehen geblieben im Klassenzimmer und ja, uns ist ein Geistermädchen am Ende begegnet. Und die hat gesagt, ja, wir können da was finden. Ja, verdammt, was geht hier vor? So, wir sollen da mal gucken. Dort ist ein Loch an der Wand. Und ich werde mir mal den Code da mal... Oh. Wow. Da hat uns jemand angestarrt. Das sieht nach einer 3, 1, 2 und 4. Code an der Tafel. So, okay. Das könnte vielleicht ein wichtiger Hinweis sein oder eine Sache, die uns dabei helfen könnte, weiterzukommen oder etc. Also da müssen wir auf jeden Fall... oh, hey, was haben wir denn hier? Magic Soda. Yay. Magic Soda. Huh, in einem der Schulbücher befindet sich etwas... Ha! Sorge? Bin ich da das etwa auf dem Bild? Und wer ist das daneben? Kann es sein, dass das die Person ist, die die ganze Zeit zu mir spricht? Das ist ja mal lustig. Das könnte die Person sein, ne? Oh, 145 Yen. Ist auch schon eine Menge. Gucken wir mal hier. Mathematische Formeln wurden auf dieser Tafel geschrieben. Schon wieder dieses Tagebuch. 9. August. Die Vorbereitungen zu den Ritual sind immens. Das Opfer, welches ich für ihn brauchen werde, ist sehr groß. Doch das macht nichts. Denn schließlich liebe ich ihn so sehr, dass ich es gerne für ihn tue. Bloß die Schweinerei, die dadurch entstehen wird... Egal, ich wäre ein Feigling und dem nicht würdig, wenn ich es nicht machen würde. Und irgendwie freue ich mich auch schon darauf. Krass. Ein Ritual, in dem ein großes Opfer verlangt wird? Hört sich unheimlich an. Könnte es sein, dass es mit dieser Schule hier zu tun hat? Ah, ist ja geil. Oh nee, das hat mein Nexus 5 auch als... Standard-Klingelton da. Aber ich habe jetzt einen anderen Sound. Und, ja. Das ist so cool. Ein Handy? Es muss sich hier irgendwo im Raum befinden. Ist ja geil. Einige Notizen hängen an der Wand. Jedoch nichts von Bedeutung. Das könnte hier sein. Regal voller Bücher. Ein paar Bücher, keine Bedeutung. Vokabeln. Diese Bücher beinhalten englische Vokabeln. Ich verstehe nur Bahnhof. Also kann er kein Englisch oder so. Naja, ich jetzt auch nicht hundertprozentig, aber ich bin noch am Lernen und so. Ein Schulrucksack, vollgestopft mit Schulzeug. Da ist es nicht drin. Was haben wir hier? Komisch. Dieses Buch besitzt nur weiße Seiten. Vielleicht ist es hier drin, ne? Scheint so, als ob sich das Handy in diesem Rucksack befindet. Handy erhalten. Soll ich dran gehen? Sicher. Hallo? Sie werden kommen und dich finden. Oh. Was? Es wird immer bizarrer. Wer soll kommen und mich finden? Verdammt, ich habe eine Scheißangst. Oh oh. Sonst ist da nichts mehr zu finden. Und hier, leerer Schulrucksack. Das ist schon recht unheimlich. Was könnte es gewesen sein? Das waren Schritte. Ist hier etwa jemand? Sieh mal einer an.
Das ist ein freier Durchgang nun. Merkwürdig. Moment, ich muss mal kurz bei meiner Stoppuhr was einstellen. Okay. Na sowas. Hier liegt ja ein Stock. Und überall Blut. Was ist so nur hier nur passiert? Hideaki! Sie kommen! Was? Wer kommt? Die Yoma! Sie haben dich bemerkt! Schnell, nimm den Stock und wehr dich damit! Ein Stock? Aber was redest du da? Was zum Teufel sind Yoma? Es bleibt keine Zeit zum Erklären! Los! Beeil dich! Oh, okay. Holzstock erhalten. Ha! Das sieht lustig aus. Und jetzt? Was soll ich jetzt tun? Sie sind da, Hideaki. Bitte sei vorsichtig. Oh. Oh mein Gott! Ja, unsere ersten Gegner. Und jetzt sind die Yoma, sollen irgendwelche, Geister sein oder sowas. Man kennt das ja auch von irgendwelchen Animes oder halt bei Corpse Party. Das sind ja auch irgendwelche Geister, die so gesehen nichts Gutes heißen. Ha, besiegt. Was um Himmels Willen waren das für Viecher? Dies, mein lieber Hideaki, waren Yoma. Trotzdem weiß ich immer noch nicht genau, um was es sich dabei handelt. Warum haben sie mich angegriffen? Yoma sind böse Geister oder Dämonen, die es auf die Körper der Lebenden abgesehen haben. Was? Manche von ihnen sind für das bloße Auge nicht sichtbar, aber andere wiederum kann man sehen. Dies hängt mit der Größe und Stärke zusammen, die ein Yoma besitzt. Zudem spielen verschiedene Fähigkeiten eine große Rolle. Wie kommen sie hierher? Was haben sie hier zu suchen? Hallo? Wir verlieren kostbare Zeit. Los, du solltest dich beeilen. Lol. Seht ihr, sie wohl irgendwie eilig. Alles ist blockiert, ich komme hier nicht durch. Was haben wir denn hier unten? Unnützes Zeug drinne. Ist sie nicht öffnen, das sind Zahlenkombinationen. Mal sehen. Ich benutze das jetzt mal, was in der Tafel stand. 1. 2. Okay. 2 und 4. Das ist doch nicht richtig, ne? Welche Zahl war das denn sonst? Warte, Quatsch. 3, vielleicht 7? Es müsste woanders sein, denke ich mal. Also an der Tafel war wohl nicht dieser Code, der hier dafür bestimmt war. Geht nicht auf. Ja. Gucken wir mal hier rein. Oha, die. Hier hat jemand ein englisches Wort mit Blut hingeschrieben. Ich glaube, es bedeutet sterben. Sterben. Ja. Das ist nicht schön. Oh, 100 Yen gefunden. Ist ja nice. Diese Geräusche machen mich wahnsinnig. Hey, auf einem dieser Zettel steht eine Telefonnummer. 9, 7, 6, 8, 4, 7, 7, 1. Bleib weg. Sie kommt. Oh. Hideaki hat eine neue Nummer in seinen Notizen gespeichert.
Okay, dann wollen wir das mal nachgehen. Wir können das ja hier in Items und auf... da. Handy. Dann geben wir mal die Nummer ein, die da stand. Das ist schon mal sehr, sehr gut, dass wir so ein Handy haben jetzt. So. Dass wir das jetzt benutzen können dafür. Das war jetzt 7, 7, 1. Hallo? Hallo? Kannst du mich hören? Wer spricht da? Mit Shintaro. Und mit wem spreche ich? Ich bin Hideaki. Oh Mann, ich bin froh, deine Stimme zu hören zu können. Ich habe schon gedacht, der Einzige hier in dieser Schule zu sein. Du bist auch diesen teuflischen Mädchen entkommen? Hä? Wie meinst du? Ich bin vor ihr weggerannt und ich habe mich in einen der Klassenräume im zweiten Obergeschoss versteckt. So schnell bin ich noch nie gelaufen. Ich bin noch ganz außer Atem. Hä? Shintaro, was ist los? Ich muss leise sein. Sie hier hat mich... Shintaro! Mist. Hat sie ihn jetzt auch erwischt? Dort oben befindet sich ein Lüftungsschacht. Mit dem passenden Werkzeug könnte ich das Gitter entfernen. Brauchen wir ein Werkzeug oder sowas? Oh, guck mal an, da hinten ist auch wieder so ein Tagebuch. Darmtoilette. Brandsphäre. Was war das? Oh, ein weiteres dieser Bilder. Was? Wiedergeburt? Schon wieder ich. Wer könnte... Auf dem Bild sieht es so aus, als ob ich mir jemanden vorstellen würde, wie eine Katze verbrennt. Wie grausam. Skizze 2. Wiedergeburt erhalten. Sonst haben wir hier nix. Geistermädchen. Verdammt, ich muss hier raus. Ja. Ein weiteres von diesen Tagebüchern. 10. August. Nun sind alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Ich habe sie in den Keller dieser Schule gelockt und es wirklich getan. Siehst du, mein Liebster, was ich nicht alles für dich tue? Ich hätte niemals gedacht, dass ich... zu so einer Tat fähig gewesen wäre. Doch ich habe es vollbracht, da mein Verlangen nach ihm viel zu groß ist. Bitte, verzeiht mir. Was hatte diese Person, die diese Zeilen verfasst hat, nur vorgehabt? Ich habe wirklich ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ja... Scheint schon echt verrückte Sachen abzugehen hier. Und wir sollten jetzt ins zweiten Obergeschoss, weil da Shintaro sein sollte. Wir sind in einem Klassenzimmer. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir ihn da treffen. Weil da war ja versperrt. Ist das, glaube ich... Oha! Das kam aus dem Klassenraum. Oh, und jetzt müssen wir kämpfen. Wieder. Oh, neuer Gegner. Was scheint der wohl zu sein? Schauen wir mal. Ein Nachtzehrer. Eigenartiger Name, aber ein Gegner, der mehr aushalten tut. Das ist so ein Skelett-Yoma oder so. Au! Kampfsystem finde ich irgendwie so ein bisschen so wie halt Final Fantasy, so eine Art. Aber es kommt mir von auch noch von so einem anderen Spiel bekannt vor. Also vom Kampf her. Oha, wir haben dafür 15 XP bekommen. Schon eine Menge.
So, denn die Tür scheint nicht mehr blockiert zu sein. Liegt es daran, dass er nicht die Tür mehr zuhält? Was mit ihm passiert ist? Shintaro, bist du hier? Shintaro, wo steckst du? Was ist das für ein merkwürdiges Symbol? Kam das eben etwa von der Kiste dort? Oh mein Gott. Diese Kiste ist voller Blut. Soll ich sie öffnen? Ich will wissen, was drin ist. Dann wollen wir mal sehen. Nein! Verdammt nochmal, wer macht denn sowas? Was zum... Ist hier etwa noch jemand? Oh Mann. Was für ein grausamer Anblick. Wer um alles in der Welt tut denn so etwas? Ein Schulrucksack vollgestopft, okay. Komisch. Diese Bücher besitzen weiß. Okay. Handy. Ein blutbeschmiertes Handy. Auf der Rückseite steht Shintaro. Shintaro. Ein Schulrucksack vollgestopft mit Schul. Der Schein wurde zu spät gewesen zu sein. Ich denke mal, dass dieser in der Kiste ist Shintaro. Oder? Ich weiß es nicht. Naja, blutbeschmierte Zettel liegen auf dem Boden. Hey, auf einem davon steht etwas. Hideaki, Shintaro hier. Falls du das hier lesen solltest, so ist es vielleicht schon zu spät für mich. Sie ist hier in diesem Raum. Ich glaube, sie hat mich gefunden. Hideaki, du musst verschwinden. Oh nein. Ich hoffe, er konnte rechtzeitig flüchten und sich woanders verstecken. Ja, ich hoffe mal nicht, dass er das in der Kiste ist, schon wie schon gesagt. Ich hoffe das mal nicht für ihn, dass der ist. Eine kaputte Vase, in welcher ein Blumenstrauß steckt. Zwischen den Blumen befindet sich eine Karte. Alles Gute zum Geburtstag, Hideaki. Geburtstag? Hab ich heute wirklich Geburtstag? Da scheint jemand ihn schon ziemlich gut zu kennen. Und hat ihnen ein Geschenk gemacht. Das, glaube ich, war nicht so gedacht, was hier so abgeht. Das ist schon echt übel. Bücher, leere Zettel. Hier auch nichts. Weitere Yoma. Nein! Echt jetzt? Oh. Also ich muss schon sagen, die Yoma, die ziehen schon echt am Anfang schon eine Menge ab für dich. War jetzt nichts Interessantes. Mist. Tja, und wie es im nächsten Part weitergeht, das werden wir auf jeden Fall sehen. Denn ich werde erstmal hier einen Abbrecher machen, weil ich noch was anderes machen muss. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und lasst gerne eine positive Bewertung da. Schaut uns auch mal gerne den ersten Part an, falls ihr das noch nicht angeschaut habt. Kann ich euch nur echt empfehlen. Und ja, wie es auf jeden Fall weitergeht, werden wir auf jeden Fall sehen. Ich bin echt mal gespannt, was wir da alles noch erleben werden hier in dieser Schule und ja, was es alles natürlich auf sich hat, ne? Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Jigatobi und haut rein.